So, jetzt geht's aber mal ans Eingemachte. Ihr habt einen Computer, einen PC, Apple im Moment nicht. Ihr könnt es natürlich über Bootcamp versuchen, aber Windows ist Pflicht, sowohl für Vive als auch für Oculus. Hier geht es jetzt erstmal natürlich nicht um PlayStation VR, um Gear VR etc., weil das ja integrierte Systeme sind und ihr einfach eine Konsole habt und dann ist es drauf abgestimmt, beziehungsweise ihr habt das richtige Handy, das richtige Headset dazu, Handy rein ins Headset und alles gut. Bei Daydream ist es ja auch so, Daydream Mobile ist es einfach so, dass ihr ein Pixel-Phone von Google mit reinmacht. So, jetzt geht es aber um PCs. Wenn ihr die Kompatibilitätstools von Steam für Vive oder Oculus Kompatibilitätstool für Oculus Rift loslaufen lasst, werdet ihr schnell ernüchtert sein. Ich zum Beispiel war es, mein Computer war überhaupt nicht schnell genug. Ich kriege auch immer noch die Einblendung, ihr Computer ist, hat nicht die Mindestanforderungen erfüllt. Bitte überlegen Sie sich doch mal einen neuen zu kaufen. Das ist im Moment für mich keine Option und für viele Leute ist es auch keine Option. Ich benutze zum Beispiel einen ziemlich alten i7, aber eben einen i7-2600K. Und der ist durchaus ganz gut übertaktbar. Außerdem habe ich noch eine 780 Ti von Nvidia und die ist auch zu niedrig theoretisch. Ich habe dieses Setup eigentlich fürs DK2 mal gekauft. Das bedeutet, dass das Development Kit 2 von Oculus Rift und da war das auch alles gut. Darf man aber nicht vergessen, das war nur Full HD. Jetzt die neuen Headsets sind weit über Full HD, zum Beispiel Rift 1200p und eben sogar auf beiden Augen. So, jetzt gab es und gibt es immer noch viele Diskussionen auf Reddit und ich würde euch immer raten, die Subreddits, die ich auch unten verlinke, von sowohl Vive als auch Rift mal zu checken. Denn da gibt es viele Leute, die technisch wirklich Ahnung haben. Das Kompatibilitätstool von Oculus zum Beispiel ist eigentlich für die Leute, die sich mit VR viel beschäftigen und die nicht komplette Computer kaufen wollen, also neue Computer, die genau den Herausforderungen sozusagen gewachsen sind, für die ist das Kompatibilitätstool völlig irrelevant. Woran liegt das? Das liegt daran, dass VR bestimmte Voraussetzungen erfüllen muss, damit euch nicht schlecht wird. Das ist zum Beispiel 90 Frames per Second im PC-Bereich. Bei der Auflösung könnt ihr euch ja vorstellen, jetzt mal kurz Battlefield spielen, in Ultra etc. pp. Ganz schön schwierig. Glücklicherweise gibt es von 3DMark, die ja einige Benchmarks haben, ein kleines kostenloses Benchmark, das heißt Firefly. Link kommt auch nach unten. Firefly 1.1. Was müsst ihr erreichen? Welches Score damit VR für euch perfekt funktioniert? 9000. Alles ab 9000 Endscore der Firefly Demo 1.1 kostenlos von 3DMark. Alles, was über 9000 Punkte macht, ist sowohl für Rift als auch für Vive absolut ausreichend. Soweit so gut, denkt ihr euch. Ja. Ihr solltet auf jeden Fall dann, wenn ihr dieses Score nicht erreicht, dieses Score ist zweigeteilt. Das bedeutet, ihr könnt euch das ganz genau angucken. CPU-basiert und Grafikkarten-basiert. Das, was dafür sorgt, dass der Durchschnitt unter 9000 ist, müsst ihr übertakten. Sowohl Nvidias Grafikkarten, ich persönlich bin ein absoluter Fan von EVGA, die lassen sich extrem gut übertakten, aber die meisten Grafikkarten kann man langsam, aber sicher hochtakten, wenn die Grafikkarte das Problem ist. Bei CPU ist es nun wieder eine andere Geschichte. Wenn ihr eine CPU habt, ich würde sagen unter dem unter einem i5 der dritten oder vierten Generation, werdet ihr Probleme haben, weil ihr einfach schlicht nicht hoch genug takten könnt. Ich kann meinen i7 mit einem Stockcooler bis auf 4,5 GHz hochtakten und das ist überhaupt kein Problem. Auch in der Performance ist es überhaupt kein Problem. Gut, mein Computer ist sehr viel lauter jetzt und das ist schon nervig, muss man echt sagen. Deswegen würde ich jetzt in den nächsten Tagen mir selber ein Geschenk machen und einen besseren Lüfter reinpacken.
Das ist aber, kommt auch ein bisschen darauf an, ob man das selber so doll hört. Ich höre das sehr, sehr, sehr doll. Im Moment ist der Prozessor auf 4,3 GHz. Das ist gerade noch so erträglich, aber es ist laut und es wird auch warm. Deswegen würde ich sagen, bevor man einen neuen Prozessor kauft und dafür natürlich die neue Generation, wenn ihr einen alten habt, müsst ihr auch Mainboard und meistens RAM austauschen und dann seid ihr gleich mal eben kurz bei 600-700 €. Und das muss ja nicht sein. So, deswegen macht Folgendes. Geht auf die 3D-Mark Website und holt euch Firefly 1.1. Wie gesagt, Link packe ich unten rein. Dann seht ihr, hey, ist mein Prozessor ist gut genug, aber meine Grafikkarte nicht. Dann fangt ihr an, die verschiedenen Tools zu benutzen, um entweder die Grafikkarte oder die CPU zu übertakten. Macht das langsam und benutzt das Wissen der Community, in welchen Schritten man das machen sollte. Natürlich könnt ihr, ich habe das bei mir im BIOS angeguckt, meinen i7 kann ich theoretisch auf 5, irgendwas Gigahertz hochpacken, obwohl ich nur den normalen Lüfter drin habe. Das würde wahrscheinlich ungefähr 2 Minuten gut gehen, dann würden die Lüfter es nicht mehr schaffen, die Hitze zu umgehen und der würde durchbrennen. Dann muss ich mir alles neu kaufen. Also in ganz kleinen Schritten. Und wenn ihr 9000 Punkte erreicht habt, müsst ihr eigentlich nichts mehr machen. Werdet nicht übermütig im Overclocking. Das wird euch auch jeder Experte sagen. Ich bin kein Experte im Overclocking, aber ich habe genügend Artikel und Forenthreads dazu gelesen, um zu wissen, dass es keine gute Idee ist. Wichtig ist nur, ihr kriegt 9000 Punkte. Und jetzt kommt das, wenn ihr diese Sachen nicht erreicht, dann müsst ihr auf jeden Fall zumindest ein neues Mainboard haben. Denn ihr könnt zwar Prozessor oder Grafikkarte und sogar den RAM übertakten. 8 GB RAM sind wie gesagt Minimum. Ich benutze 16, um ein bisschen Headroom zu haben. Aber zum Beispiel, wenn ihr Rift nutzt, braucht ihr mindestens 2 USB 3.0 Anschlüsse. Sonst läuft es nicht. Wenn ihr Touch dazu benutzt, die Bewegungscontroller, dann braucht ihr noch einen Sensor, was bedeutet 3 USB 3.0 Anschlüsse. Die sind nicht zu übertakten, wenn ihr keine 2, beziehungsweise wenn ihr Touch benutzt, was ich euch auf jeden Fall empfehlen würde, wenn ihr keine 2 oder 3 USB 3.0 Anschlüsse habt, könnt ihr das komplett vergessen. Wird einfach nicht erkannt. Und das Allerwichtigste ist dann noch, habt ihr das geschafft? Also, über 9000 in Firefly. Und ihr habt alles installiert, die Sensoren sind erkannt worden. Ihr kriegt natürlich die ganze Zeit die Meldung, ihr System ist nicht gut genug, etc. pp. Klicke ich immer weg, weil es irrelevant ist. Es wird ja nicht in der Erfahrung selbst angezeigt. Und das ist das Allerwichtigste, dass die Erfahrung wirklich funktioniert. Genau, wenn ihr das geschafft habt, würde ich euch raten, wenn ihr es noch nicht habt, eine SSD anzuschaffen, denn ich habe 2 Games für Rift auf einer Nicht-SSD, Valkyrie und The Climb, und da kommt dann, also ich meine, das lädt wirklich richtig, richtig lange und das ist dann auch nervig, weil ihr sitzt im Headset, habt ihr schon auf, wollt loslegen und es wird nicht geladen. Und SSDs gibt es ja inzwischen auch schon relativ günstig, genau. Wie gesagt, ich packe alle Links unten rein und dann könnt ihr das einfach mal testen. Im anderen Video habe ich ja gesagt, dass ihr, bevor ihr sozusagen blind ein VR-Headset kauft, solltet ihr auf jeden Fall erstmal euch eine Demo buchen, euch das angucken. Habt ihr eine PlayStation 4? Checkt PlayStation VR. Vielleicht reicht es euch, das klingt jetzt hart, aber ich bin halt eher Verfechter von PC Virtual Reality, weil da nochmal ein ganz großer Abstand im Bereich der Qualität ist. Aber wenn ihr eine PlayStation 4 habt, auf jeden Fall PlayStation VR auschecken. Oder ihr habt ein Samsung Handy. Ganz oft gibt es Gear VR dazu, wenn ihr euren Vertrag verlängert. Einfach alles mal ausprobieren. Das Einzige, wovon ich euch absolut abraten würde, weil es eigentlich nicht wirklich VR ist, ist Google Cardboard. Sind $15, könnt ihr natürlich bestellen und ausprobieren. Aber das sind wirklich nur 2 Linsen in einem Pappkarton. Ist so.
Google Daydream habe ich natürlich noch nicht ausprobieren können, weil ich nicht weiß, ob man es überhaupt in Deutschland schon kriegt. Ich werde in den nächsten Tagen, in der nächsten Woche bzw. in den nächsten zwei Wochen mal die einzelnen Headset-Varianten bzw. die Plattformen vorstellen. Das bedeutet, ich werde in einem Video Vive und Rift vorstellen. Ich werde vorstellen Gear VR für Mobile VR und ein bisschen was über Google Daydream in Erfahrung bringen und natürlich Konsolen VR. Es ist übrigens nicht so, nur weil bei Oculus Rift ein Xbox-Controller dabei ist, ein Xbox One-Controller, dass ihr Oculus Rift an die Xbox One oder an die Xbox One S packen könnt. Da ist es wahrscheinlich so, hey, die fanden den Controller gut, deswegen haben sie ihn mitgenommen. Hat aber nichts mehr Konsole zu tun und auf Apple funktioniert es auch nicht. Nur damit ihr es wisst. Ein ganz kleiner Tipp noch, weswegen ich im Moment Rift bevorzuge. Rift hat ein eigenes Store, das heißt Oculus Home. Und in dem könnt ihr Spiele runterladen. Aber wenn ihr Steam habt und Steam-Spiele, sind die meisten Steam VR-Spiele auch für Oculus Rift verfügbar. Andersrum funktioniert es nicht. Das bedeutet, Vive kann nicht mit Oculus Home zusammenarbeiten. Das nur als kleiner Tipp, wenn ihr nicht so viel Geld habt. So, jetzt geht los, testet euren Rechner und langsam übertakten, um es auszuprobieren. Ich wünsche euch erstmal ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Teil dieses Specials. Bis dann.